Rolf Hiltl, Sie sind Geschäftsführer und Inhaber von der Hiltl AG, ein Geschäft, das es seit mehr als 100 Jahren gibt. Was ist der Schlüssel zu diesem Erfolg? Ja, wir haben sicher eine tolle Geschichte, gegründet 1898 vom Urgroßvater. Damit sind wir das älteste vegetarische Restaurant der Welt heute, gemäss Guinness World Records. Das ist sicher ganz speziell. Und ich glaube auch, wir sind immer sehr innovativ geblieben. Also auch schon Großeltern, der Urgroßvater, man hat Zeuge immer hinterfragt. Man hat immer gefragt, wieso machen wir es so und nicht anders. Und ich denke, das ist ein Mitgrund. Und ganz wichtig ist das Menschenbild. Wir sehen immer den Menschen im Vordergrund, was wir machen. Wir wollen Gäste begeistern. Natürlich, das Finanzielle ist wichtig, aber zuerst geht es uns wirklich darum, dass Gäste Freude haben an dem, was wir machen. Sich vegetarisch zu ernähren, sogar vegan, ist ein grosser Trend. Ist das ein Trend, der sich in Zukunft noch wird verstärken, Ihrer Meinung nach? Ja, ich meine, es ist unglaublich. Damals hat man das nie gedacht. Ursprünglich war das Hiltl der Wurzelbunker im Volksmund und Gäste waren Grasfresser, sind oft zum Hintereingang hinein. Und ich meine, mein Urgroßvater, der würde sich ein Grab umdrehen, wenn er würde hören, wie das heute abgeht. Und es ist so, der Trend zum Veganen ist sehr stark, insbesondere bei jungen Leuten in Großstädten. Und ich glaube, der wird sich weiterhin verstärken, mindestens in aufgeklärten Gesellschaften im Westen. Bei Familienunternehmen, wie sie eins sind, ist immer das Thema Nachfolge. Sind Ihre Kinder interessiert an Business? Ja, so wie es aussieht. Also wir haben drei Kinder. Die älteste ist 18. Die hat entschieden, dass sie die Dekolleteliere in Lausanne machen will. Das freut mich sehr. Die mittlere hat eine Schnupperlehre bei uns gemacht. Und der Kleine, den haben wir einmal ein Interview gehabt mit der Schweizer Illustrierten. Und dem ist es langweilig gewesen. Und da hat er sich so im Stuhl umgedreht. Da hat ihn die Journalistin gefragt, was er später mal machen will. Und da hat er gesagt, entweder Autorennfahrer oder Fußballer oder Hiltl-Chef. Also von dem her sind die Chancen doch noch relativ hoch. Du hast gesagt, Sie sind ein Familienunternehmen. Haben Sie je daran gedacht, an die Börse zu gehen? Nein, grundsätzlich nicht. Also wir sind sehr eigenständig, wir wollen selber steuern. Natürlich könnte es eine Verlockung sein. Ich bin noch beteiligt an der Tibitz AG. Dort haben wir das Thema auch schon diskutiert. Im Moment kein Thema. Falls es noch sehr stark sollte wachsen, könnte es sein, dass irgendwann in Zukunft mal ein Thema wird werden. Sie halten jetzt gerade einen Vortrag von den Vertretern der Fondsindustrie. Was verbindet Sie mit dieser Branche? Ja, wir sind da im Kreis 1 bei der Bahnhofstrasse schon immer gewesen. Wir haben natürlich sehr viele Banker, die zu uns kommen. Wir haben auch in der Liegenschaft eine Privatbank drin. Also somit sehr gemischtes Publikum und natürlich auch sehr viele Leute aus der Finanzwelt, die bei uns auch kommen, essen. Wie sieht es persönlich aus? Sind Sie in Aktien investiert? Ich habe einmal entschieden vor ein paar Jahren, dass ich vor allem in die eigenen Projekte investieren will und somit tue ich eigentlich die Investitionen vor allem in eigene Projekte, also ganz konkrete Gastronomieobjekte investieren. Was sich aber wahrscheinlich gelohnt hat in letzter Zeit, oder? Ja, sehr. Also wir profitieren natürlich auch von dem Trend und wir sind sehr dankbar, dass es so gut läuft. Rolf Hiltl, vielen Dank.